4 US-Amerikanerinnen im Abfahrtsweltcup unter den besten 6 und auch nur noch 2 oben, die jetzt die Medaillen holen können. Wir schauen natürlich besonders genau hin, vor allem auf die Sichtbedingungen jetzt dann ganz oben, vor allem im Reilerhang, die Einfahrt oben. Da muss es wohl jetzt sehr schwierig zu fahren sein. Elisabeth Görgel, die Titelverteidigerin auf Rang 15 in Val d'Isère, das war ihr bestes Ergebnis und die erfolgreichste Skirennläuferin aller Zeiten liegt so wie sie jetzt auf die Ski von Elisabeth Görgel, der Doppelweltmeisterin von Garmisch. Boah, 7 Zehntel Vorsprung, also das müsste jetzt einmal doch ausreichen bis zum Sprung hin und vor, das ist jetzt sehr sauber. Ja, ist linienmäßig gut unterwegs, wird jetzt vielleicht ein bisschen weiter, aber trotzdem, das ist absolut okay. Kann sie jetzt hier mit Nadia Fanchini mithalten, schon bei der nächsten Zwischenzeit. Ja, ein Vorsprung Kimlis. 59, 41, ah, nein, auch Agis. Sie verliert ja hier über 8 Zehntelsekunden auf Fanchini. Ja, na, Orts war mir oben ein bisschen weiter waren und scheinbar kostet das 8 Zehntel. Also das ist jetzt schon viel. Äußerlich da kein Ruckler zu erkennen. Na. Nächste Zwischenzeit. 21:11. Sehr weit innen durchgezogen und die Zeit verrinnt weiter und weiter. Wieder 6 Zehntel liegen lassen und damit schon im Bereich von Fischbacher unterwegs, die ja noch immer Zweite ist mit 1:07 Rückstand. Braucht jetzt einen super Finish, Elisabeth Görgel. Über eine Sekunde schon der Rückstand. Auch nicht dran an den 70 km/h. Ja, aber sie ist eine Finisherin. Sie hat absolut den Power, dass sie in den letzten Sprüngen doch vielleicht noch ein bisschen was aufholen kann. Kann sie vielleicht noch Kimlis an Fanchini herankommen? 50, 16 und das kann sie nicht. Nein, Elisabeth Görgel fällt zurück. Im Moment auf Rang 3. Zweite Fischbacher, Görgel 3 und Fenninger auf Rang 4. Michi Dorfmeister kann kaum hinsehen. Was ist das für ein völlig verrücktes Rennen heute hier? Im Moment die Österreicherinnen auf Silber, auf Bronze und auf Rang 4. Es kommen aber noch alle in der ersten Gruppe. Und die große Frage, kann Nadia Fanchini überhaupt noch jemand knacken? Wir schauen noch einmal rein in die Fahrt von Elisabeth Görgel. Ja, und die Reaktion im Ziel, das war nichts anderes als wie ein Zeichen der verpassten Chance. Die Lies war es, es hätte funktionieren können, aber hat auch den Mittelteil 8, 9 Zehntel kriegt und das ist einfach ein bisschen zu viel. Und dann hat ja Fanchini ihre Fahrt, haben wir natürlich zu Beginn noch gar nicht so einschätzen können, weil man natürlich nicht weiß, wie wird die Bestzeit ausschauen, aber das war ganz, ganz großartig. War es vielleicht oben speziell noch ein bisschen schneller? Nein, schneller, bis zur ersten oder bis zur zweiten Zwischenzeit, Einfahrt in den Breilerhang, sind sie ja teilweise, wie die Lis jetzt, 7 Zehntel voraus. Also oben, es wird nicht schneller oder langsamer, aber ich weiß nicht, was da die Nadia Fanchini gemacht hat.